Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich gerade lese. Und da oben in der Ecke kommt ihr zu den anderen Folgen, die ich davor hatte. So, dann muss man weiter wieder blättern bis dahin. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Weihnachtsfest oder Julfest, je nachdem. Für alle die, die alleine Weihnachten verbracht haben, es ist bald vorbei, ihr habt es bald geschafft. So, genau, das hatten wir. Raubritterwesen. Genau. Die Müllerin, genau. Genau, jetzt hat man das hier. Genau, das letzte war, letztes Mal haben wir aufgehört bei Mut eines Weibes. Ja. Die Frau das zu Hause verteidigt, so wie es sein soll. Kein dummes Gesicht gemacht, sehr gut. Also. Alles klar, das mache ich. Ich muss euch gestehen, dass ich habe viel zu viel gegessen, viel zu viel gehen gelassen. Deswegen bin ich ein bisschen groggy jetzt. Also die Feiertage immer so gegen Ende des Jahres, also es ist ungesund. Um es mal so zu sagen, lässt man doch die Seele mehr baumeln, als den Körper gut tut. Naja, gut. Die Sage heißt Der Grenzlauf. Über den Klusspass und die Bergscheide hinaus vom Tschechentale weg erstreckt sich das Urnergebiet am Fletschenbacher fort und nach Glarus hinüber. Einst stritten die Urner mit den Glanaren bitter um ihre Landesgrenze, beleidigten und schädigten einander täglich. Da ward von den Biedermännern der Ausspruch getan: Zur Tage- und Nachtgleiche solle von jedem Teile frühmorgens, sobald der Hahn krähe, ein rüstiger, kundiger Fußgänger ausgesandt werden, jedes nach dem jenseitigen Gebiet zulaufen und da, wo sich die Männer begegneten, die Grenzscheide festgesetzt werden. Der kürzere Teil möge nun fallen, diesseits oder jenseits. Die Leute wurden gewählt. Und man dachte besonders darauf, einen solchen Hahn zu halten, der sich nicht verkrähe und die Morgenstunde auf das Allerfrühste ansage. Die Urner nahmen einen Hahn, setzten ihn in einen Korb und gaben ihm nur wenig zu essen, weil sie glaubten, Hunger und Durst werde ihn zeitig wecken. Die Glaner hingegen fütterten und mästeten ihren Hahn, dass er freudig und hofartig den Morgen begrüßen könne und dachten damit am besten zu fahren. Als nun der Herbst kam und der bestimmte Tag erschien, da geschah es, dass zu Altdorf der schmächtende Hahn zuerst krähte, kaum wie es dämmerte, und froh dachte der Urner Felsenklimmer auf, der Marke zulaufend. Allein im Glarner Linntale standen schon die volle Morgenröte am Himmel, die Sterne waren verblichen und der fette Hahn schlief noch in guter Ruhe. Traurig umstand die ganze Gemeinde, denn niemand war so unredlich, ihn etwa durch Geräusch aufzuwecken. Endlich schwang er die Flügel und krähte. Aber der Glarner Läufer wird es schwer sein, den Urner den Vorsprung wieder abzugewinnen. Ängstlich sprang er und schaute gegen die Scheideck. Oh weh, da sah er am Rande des Grats den Mann schreiten und schon bergabwärts niederkommen. Aber der Glarner schwang die Ferse und wollte seinen Volk noch vom Lande retten, so viel als möglich. Bald stießen die Männer aufeinander und der Uri rief: Hier ist die Grenze! Nachbar, sprach betrübt der von Glarus, sei gerecht und gib mir noch ein Stück von dem Weidland, das du errungen hast. Der Ohner wollte nicht. Doch der andere ließ nicht nach, bis er barmherzig wurde und sagte: So viel will ich dir noch gewähren, als du noch bergauf gehen kannst, wenn du mich dabei unter den Halse trägst. Da fasste ihn der rechtschaffene Genhirt und klomm ein Stück Felsen hinauf und machte Schritte gelangen ihm noch, und manche Schritte gelangen ihm noch. Aber endlich versiegte ihm die Atem und er sank entseelt nieder. Hier ist die Grenze, war sein letztes Wort. Noch heute wird die Stelle am Grenzbächlein gezeigt, bis wohin der Glane den siegreichen Urner getragen. In Uri war große Freude über den Gewinn so vieles Landes, aber auch die zu Glarus gaben ihren Hirten die verdiente Ehre und rügten seine große Treue.
Nur mal so nebenan Rande. Das war schon für mich jetzt am anstrengendsten. Ich habe mich hier bestimmt, also ich habe mich in den letzten Folgen hin und wieder mal verlesen. Statt Reiter habe ich Ritter gesagt und solche Scherze. Statt Weise habe ich Weiße gesagt. Das kommt mir mal hin und wieder mal vor, ne? Der eine oder andere, der mitliest, wird das auffallen. Aber hier jetzt gerade beim Grenzlauf, der Kluspass, die Bergscheide, Schächentale und dann noch, was war noch? Die Glarnern. Also das schnell lesen, das ist schwierig. Ich habe mich bestimmt da verlesen, gebe ich hier Wette ein. Aber wie gesagt, darum ist es ja, lasst uns lesen. Ne? Das ist der Vorteil, wenn man mitliest, dann sieht man sofort, welchen Fehler ich mache. Ob ich überhaupt Fehler mache. Ne? Alle anderen, die nur zuhören, dann nimmt das einfach so, wie es ist. Es nimmt ja von dem Sinne nimmt es ja nichts weg im Prinzip. Ne? Ja gut, so kann man die Landesgrenze auch ausmachen. Ne? Einfach zwei Leute da losschicken. Aber ist das so, dass ein hungriger Kran früher kräht als ein fetter? Ich meine, das ist doch bestimmt wieder so eine Anspielung auf den Menschen. Ne? Der Mensch, der immer satt ist und bequem ist, der schläft dann bis zum Morgen. Und derjenige, der noch um sein Essen kämpfen muss, der, naja, der immer hungrig ist, der steht möglichst früh auf, damit er, ja, die erste Beute kriegt sozusagen. Wer weiß, wer weiß. Gut. Nächste Sage. Die kennt ihr bestimmt. Die Kinder zu Hameln. Im Jahr 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er trug einen Rock von vielfarbigem buntem Tuch, weshalb er Bunting geheißen haben soll, und gab sich für einen Rattenfänger aus. Er wolle, so verpflichtete er sich, die ganze Stadt gegen eine gewisse Summe von allen Ratten und Mäusen befreien. Die Bürger wurden darauf mit ihm einig und sicherten ihm die ausgebundene Lohn zu. Nun zog der Rattenfänger eine Pfeife heraus und pfiff, da kamen alsbald die Ratten und Mäuse aus allen Häusern und Kellern hervor und sammelten sich um ihn herum. Als er nun annehmen konnte, dass keine zurückblieben, führte er sie an die Weser. Da schürzte er seine Kleider auf und trat in das Wasser. Als er wieder seine Pfeife erscheinen ließ, stürzten die Tiere ohne Überlegung in den Fluss und ertranken samt und sonders. Nachdem die Bürger so von ihrer Plage befreit worden waren, reuten sie der versprochene Lohn, und sie verweigerten dem Manne unter allerlei Ausflüchen, sodass er zornig und erbittert wegging. Am 26. Juni, auf Johannistag, morgens früh 7 Uhr, erschien er wieder, diesmal in der Kleidung eines Jägers mit einem roten, wunderlichen Hute. Wieder ließ er seine Pfeife in den Gassen hören. Diesmal aber kamen nicht Ratten, sondern Kinder, Knaben und Mädchen vom vierten Lebensjahre an aus den Häusern, darunter auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters. Der ganze Schwarm folgte ihm wie gebannt nach, und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Das hatte ein Kindermädchen gesehen, das mit einem Kinde auf den Arm so fern nachgezogen war, danach umkehrte und der Unglücksbotschaft in der Stadt verkündete. Sogleich liefen die Eltern haufenweise vor die Tore und suchten mit betrübten Herzen ihre Kinder. Die Mütter klagten und weinten bitterlich. Boten wurden ringsum und weit in das Land gesandt. Sie sollten fragen, ob man die Kinder oder auch nur einige derselben irgendwo gesehen habe. Sie kamen traurig zurück, ohne eine frohe Nachricht. Im Ganzen waren 130 Kinder von der Erde verschwunden. Zwei Kinder verspäteten sich und kamen zurück. Das eine war blind, das andere taubstumm. Das blinde Bübchen erzählte, wie es mit seinen Kameraden den Zauberer gefolgt sei, konnte freilich den Ort nicht zeigen, wo die Kinder der Berg verschlungen hatte. Das taubstumme Mädchen zeigte die Stelle. Es war dem Jäger aber nicht gefolgt, weil es die Musik nicht vernahm. Ein Knabe war anfangs mit Hemde mitgelaufen und kehrte um, seinen Rock zu holen. Das war sein Glück, denn als es zurückkam, waren die 130 schon im Berge. So mussten die Bürger von Hameln ihre Untreue schwer büßen. Die Straße, durch welche die Kinder den Weg zum Tore genommen und die Bürger tagtäglich an das schwere Verhängnis erinnerte, wurde die Bungelose, in Klammern Trommel, tonlose Stille, genannt und heißt noch so bis auf den heutigen Tag.
Kein Tanz durfte darin geschehen, kein Saitenspiel darin gerührt werden. Kam ein Hochzeitszug mit Musik von der Kirche, so mussten die Spielleute über die Gasse hin still schweigen. Der Berg, in dem die Kinder verschwanden, hieß der Poppenberg, in Klammern unter den Köppen. An der Grube, die als Eingang der unseligen Höhle gehalten wird, wurden zwei Steinkreuze errichtet. Lange Zeit nachher zählten die Bürger Jahr und Tag nach dem Unglück. Die Geschichte wurde in den Kirchenfenstern abgebildet mit klärenden Inschriften, die freilich mit der Zeit verloren gegangen sind. An einer Pforte des Rathauses war lange Zeit zu lesen: Im Jahr 1284, nach Christi Geburt, so hameln wort utgefort. 130 Kinder, da flütet geboren, dort ein Pieper unter dem Köppen verloren. Das war wieder mit Slang, das ist hier so Niederdeutsch wieder ausgesprochen, ne? Oder Altdeutsch? Mir fällt jetzt das Name nicht ein, wie heißt denn das? Egal, ist Wumpe. Ja, die Kinder zu hameln. Ich weiß gar nicht, wie geht denn das Märchen im Normalfall aus? Hier war es jetzt kein glückliches Ende. Ich glaube, bei dem Märchen kamen sie wieder zurück, richtig? Ich weiß es nicht mehr. Aber hameln. Ich habe jetzt nicht im Weltnetz nicht nachgeschaut. Hameln gibt es ja wirklich, oder? Haben die wirklich da noch so eine kleine Plakette irgendwo, wo sie ihre 130 Kinder verloren hatten? Wer weiß, wer weiß. Naja, gut. Machen wir weiter. Ah, das wäre doch praktisch, oder? Mit der Flöte. So eine Flöte haben, wo man dann Ratten fangen kann. Vielleicht funktioniert das, wenn der das mit Kindern machen kann. Wer weiß, vielleicht könnte so ein Rattenfänger auch noch viel mehr Leute, nicht viel mehr Leute, aber viel mehr Dinge aus einer Stadt rausholen, die einem nicht gefallen. Tauben zum Beispiel. Oder... Wir machen weiter. Die Alpschlacht. Die Obwaldner und Endbuchler Hirten stritten sich um einige Grenzweiden, die aber rechtmäßig den letzteren zukamen. Die Obwaldner brauchten aber Gewalt und trieben ihr Vieh auf die strittigen Plätze. Weil sie indes von ihren mutigen Gegnern einen Überfall befürchteten, stellten sie Wächter zu ihrer Herde. Die geschwinden und feinen Endbuchler dachten allerdings daran, ihren Gegner einen Streich zu spielen, verhielten sich aber ruhig und warteten auf eine günstige Gelegenheit. Sie schläferten richtig die Odwälder ein, die, anstatt gute Wacht zu halten, sich die Zeit mit Kartenspielen vertrieben. Im passenden Augenblick schlichen nun die gewandten Entlebucher auf die schlecht bewachte Trift, banden dem Vieh ganz leise die klingenden Schellen ab und brachten die Beute so schnell wie möglich in Sicherheit. Einer von ihnen musste zurückbleiben und so lange mit der Kuhglocke läuten, bis die anderen in Sicherheit waren. Als das geschehen, warf er die Glocke dahin und floh leichtfüßig den anderen nach. Zu spät sahen die Obwaldner das Unglück, wurden zornig und beschlossen, den Schimpf zu rächen. Schnell sammelten sie einen Haufen bewaffnetes Volks und rückten damit Endbüchlern zu Leibe. Die aber hatten gute Wache gehalten und empfingen sie wohl vorbereitet. Es wurde sehr hitzig gefochten. Die Odwaldner aber zogen den Kürzeren, wurden geschlagen und verloren ihr Fähnlein, das die siegenden Endbuchler in ihrer Heimlichkeit einem Turm im Dorfe Schüpfen aufbewahrten. Lange noch erinnerte man sich an die Alpschlacht und zeigte den Ort, wo sie stattgefunden. Auch wieder eine kurze Sage. Die Alpschlacht, das erinnert mich so ein bisschen an, der eine oder andere von euch wird ja auf dem Dorf aufgewachsen sein oder lebt vielleicht sogar noch im Dorf. Und ich erinnere mich an so eine Geschichte von einem alten Klassenkameraden, der ist auch auf dem Dorf aufgewachsen. Ich komme von einer Kleinstadt, aber er war auf dem Dorf. Und bei Maibaum, meine Güte, wie die sich gekloppt haben. Ja, also es ist ja, ich glaube, dass die Tradition ist ja so, wenn ein Maibaum, 2 Wochen vorher wird er ja aufgestellt, glaube ich. War das so? 2 Wochen vorher?
Oder war es nicht das Maibaum? War es das Osterfeuer? Ich weiß nicht. Ich glaube, entweder war das der Maibaum oder Osterfeuer. Ich glaube, in dem Fall war es das Osterfeuer. Das wird ja vorher angehäuft alles, ne? Und wenn es vorher abbrennt, darf man ja irgendwie 2 oder 3 Jahre kein Osterfeuer machen. Beim Maibaum glaube ich auch, wenn der vorher abgesägt wird, darf man mehrere Jahre das nicht machen. Und mein damaliger Klassenkamerad hat mir erzählt, dass sein Dorf und das Nachbarsdorf halt Konkurrenten waren und die sich gegenseitig halt versucht haben, das Osterfeuer anzuzünden. Es wurde dann so ein richtiges, ja, man hat sich da dann schon, teilweise hat man die Feuerwehr hat daneben gestellt, um das Feuer wieder löschen zu können, was schon ein Ticken unfair finde. Also für meinen Geschmack ist das ein Ticken zu unfair, wenn dann die Feuerwehr da steht, weil die kann jedes Feuer löschen im Prinzip, wenn es sofort gelöscht wird. Aber die sind dann teilweise mit dem Auto vorgefahren, mit so einer, ja, ich weiß nicht, wie auf Englisch heißt es, Pickup, sind die so vorgefahren und sind von der Ladefläche gesprungen und haben sich alle angefangen zu kloppen. Natürlich alle Hacke voll, ne, Mut angetrunken bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, es ging eigentlich nur, um sich gegenseitig zu kloppen. Die wollten sich einfach nur mal so richtig dreschen. Darum ging es. Ich glaube, es ging schon gar nicht mehr um das Maifeuer, um das Osterfeuer an sich. Aber was der mir so erzählt hat, wie die sich gekloppt haben und was die sich ausgedacht haben, da hatten sie, ach, wie waren das? Da hatten sie so, kennt ihr noch so Silvester ist ja übrigens bald, dieses, wo du vorne anzündest und dann schießt du solche Kugeln raus. Kennt ihr das? Bestimmt. Und mit so etwas haben die versucht, dann so zu zielen, aus der Entfernung anzuzünden. Aber natürlich, das Holz, das fängt ja nicht sofort Feuer an. Aber die haben sich Haufen solcher Sachen versucht, also Haufen solcher Sachen ausgedacht, um das andere Feuer frühzeitig anzuzünden. Und dann haben sie noch haben die, das eine Dorf hat dann quasi so einen Zaun drum gestellt, als sie das mitgekriegt haben, dass sie versucht haben, es geht ja mehrere Tage, haben den Zaun, also einen Maschendrahtzaun um das Feuer drumherum gemacht und dahinter nochmal einen Zaun, also zwei Zäune, dass wenn diejenigen, die durch die Maschen versuchen, das durchzuschießen, dass sie an den anderen Maschen abprallen. Steht da? Weil durch den einen Zaun kann man quasi das Ding durchstecken und schießen, aber durch den anderen halt eben nicht, ja, weil er zu weit weg war. Ach, und dann haben die sich da. Ach, komm. Meine Fresse, ey. Also, ich keine Ahnung, wie ernsthaft das gemacht ist. Ich meine, es ist da scheinbar niemand gestorben. Wenn man sich ja richtig prügelt, dann geht der eine auch mal richtig drauf, ne? Aber ich kann mir das bildlich vorstellen, wie sie da quasi mit ihrem Auto vorfahren, alle springen runter, alle schreien für ein Feuer, für ein Maifeuer. Oder Maibaum halt, ne? Es ist dasselbe in Grün, ist dasselbe in Grün. Man muss den Leuten doch nur einen Anlass geben, sich zu prügeln, und sie machen es. Das ist dasselbe wie Feiern, ne? Muss einfach nur einen Anlass geben. Und wenn du einen Klassenfeind hast, ich meine, sind wir mal ehrlich, das macht doch Spaß. Also ich kann. Es ist zwar also wenn dir langweilig ist und du hast nichts im Dorf, sowas wie heute, wie Internets und sowas, ja, hast keinen Zugang, sowas, dir ist langweilig, die Leute in deinem Dorf kennst du, und dann denkt man sich, ach komm, lass uns mal prügeln mit den anderen. Ich denke mal schon, durch Langeweile und sowas kann schon was sehr gut zustande kommen. Ich meine, viele schlimme Dinge sind alleine durch Langeweile zustande gekommen. Gut. Jetzt bin ich wieder abgeschwiffen, abgeschweift, abgesch. Mal weiter, bevor ich mich hier noch komplett verklapper. Nächste Sage. Frau Hütt. In uralten Zeiten lebte im Tiroler Lande eine mächtige Riesenkönigin, Frau Hütt genannt, und wohnte auf den Gebirge über Innsbruck, die jetzt grau und kahl sind, damals aber voller Wälder, reicher Äcker und grünen Wiesen waren. Auf einer Zeit kam ihr kleiner Sohn heim, weinte und jammerte, Schlamm bedeckt in ihm Gesicht und Hände, dazu sah sein Kleid aus wie ein Kolarkittel. Er hatte sich eine Tanne zum Steckenpferde abknicken wollen, weil der Baum aber am Rande eines Morasts stand, so war das Erdreich unter ihm weggewichen und er bis zum Haupt in den Morast eingesunken, doch hatte er sich noch glücklich herausgeholfen. Frau Hütt tröstete ihn, versprach ihm ein neues Röcklein und rief einen Diener, der solle weiche Brotkrumen nehmen und ihn damit Gesicht und Hände reinigen.
Kaum hatte dieser angefangen, mit den Gottesgabe so sündlich umzugehen, so zog ein schweres schwarzes Gewitter daher, das den ganzen Himmel umzog. Plötzlich schlug ein greller Blitz ein, dem den dröhnenden, furchtbaren Donner folgte. Als es sich wieder aufhellte, waren die reichen Kornäcker, grünen Wiesen, schönen Wälder und die Wohnung der Frau Hütt verschwunden. Überall war nur Wildnis mit zerstreuten Steinen, wo kein Grashalm mehr wachsen konnte. In der Mitte der Wüste aber stand Frau Hütt, die Riesenkönigin, versteinert und wird so stehen bis zum jüngsten Tage. In vielen Gegenden Tirols, besonders in der Nähe von Innsbruck, wird bösen und mutwilligen Kindern die Sage zur Warnung erzählt, wenn sie sich mit Brot werfen und sonst übermütig damit treiben. Spart eure Brotsamen, heißt es, für die Armen, damit es euch nicht ergehe wie der Frau Hütt. Auch wieder kurze Sage, kann ich im Übrigen alles nachvollziehen. Ja? Mit Essen spielt man nicht. Vor allem Fleisch, finde ich. Also es gibt so Sachen, das kann ich noch ertragen, ja. Aber wenn man Fleisch verschwendet, das kann ich überhaupt nie ab. Dafür ist ein Tier gestorben und gerade in der heutigen Zeit sollte man kein Fleisch verschwenden. Also, wobei ja, wisst ihr was, man soll generell kein Essen verschwenden. Kein Blödsinn damit machen, indem man darin badet oder sonstigen Quatsch damit macht. Wozu? Das ist so grenzdebil. Ja, nur wegen den Klicks oder so ein Quatsch zu machen, ich weiß nicht. Aber gut. Mach mal schnell weiter, ne? So. Blümelis Alp. Auf den Klariden, einem Teil der Berner Oberlandes, war die Alpenweide ehemals reichlich und herrlich. Das Vieh gedieht vortrefflich. Jede Kuh wurde des Tages dreimal gemolken und gab jedes Mal zwei Eimer Milch. Den Eimer von 3,5 Maß. Dazu mal lebte am Berge eine reichliche Herdenbesitzer, der fing an, stolz zu werden und die alten einfache Sitte des Landes zu verhöhnen. Sein Haus ließ er sich prächtig auszieren und baute darin aus Übermut eine Treppe aus seinem Käse. Die Fugen legte er mit Butter aus und wusch sie mit Milch ab. Über diese Treppe ging sein Weib Katharine, Brendel, seine Kuh, und Rin, sein Hund, Tag für Tag. Seine fromme Mutter wusste nichts von dem Frevel, und eines Sonntags im Sommer kam sie, um die Senne ihres Sohnes zu besuchen. Vom Wege ermüdet ruhte sie oben aus und bat um einen Labetrunk. Da verleitete Katharine den Hirt zu einem boshaften Streiche. Er nahm einen Melkkübel, tat saure Milch hinein und streute Sand darauf. Dieses Getränk reichte er der Mutter. Diese aber empörte über diese ruchlose Tat, verließ die Senne und ging rasch den Berg hinab. Unten stand sie still, rief des Himmels Strafe über die Gottlosen herab. Da erhob sich ein Sturm und ein Gewitter verheerte die gesegneten Fluren. Die Senne wurde verschüttet, Menschen und Tiere gingen zugrunde. Der Hirt ist seitdem mit seinem Hausgesinde verdammt, auf den Gebirge umzugehen. Klagend ruft der verwünschende Senne oft aus: Ich und mein Hund Rin, die Brandi und Katrin, müssen ewig auf Klagieren sinn, auf Klaride sinn. Die Erlösung hängt davon ab, dass ein braver Senne die Brandeli am Karfreitag stillschweigend ausmerkt. Das ist indes keine leichte Sache, denn das gespenstige Tier ist wild und unbändig. Ein wackerer Hirt unternahm einst das vage Glück und hatte schon den halben Eimer voll gemolken, als ihm plötzlich ein Mann auf die Schulter klopfte und ihn fragte: »Schäumt's auch wacker?« Der Melker vergaß sich und antwortete: »Oh ja!« Da war alles vorbei. Brendel verschwand und Blümlis Alp verblieb verwünscht wie vorher. Ja, wieder hier auch geht in dieselbe Richtung, wieder Verschwenden von Nahrung. Ja. Also wer sich eine Treppe aus Käse baut, die Fugen mit
Butter und dann noch mit Milch wäscht. Das ist natürlich arg. Stinkt das nicht irgendwann? Ich meine, ich weiß, dass so ein Käse kann deutlich alt werden, aber gut, ich weiß, ist nur eine Sage. Aber da kann man mal sehen, wieder in welche Richtung solche Sagen gehen können. Ne? Das ist immer so, als passt bloß auf, was ihr macht, so in der Richtung halt. Ne? Dass man, also die Sage soll ja immer eine gewisse Warnung sein und eine Lehre dahin hinausziehen. Und darauf zeigt das ja hier ab, dass man den Leuten so eine gewisse Tugend beibringt, dass sie eben kein Essen verschwenden sollen. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Könnte man eigentlich eine moderne Sage mal daraus machen, so ein bisschen so ähnlich. Na gut, dann war's das für heute. Tut mir leid, wenn ich heute so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen groggy war. Ich merke das jetzt schon, ich bin nicht ganz klar im Kopf, so wie ich sonst bin. Ich habe mich auch bestimmt x-mal verlesen, weil das ja mein Kopf nicht so richtig tackert, wie es soll. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und ich denke mal, vor Silvester werde ich noch mal ein Video machen. Mal gucken, werden wir sehen. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns wieder bei. Richtig. Macht's gut.